und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession vom Fußballmanager. Wieder mit dabei der Herr Rufus Maximus. Hallo. Der Flui. Hallo. Oder Immon. Ora, mein Pizza. Ach nein, Pizza. Da können wir mal auf Fortfall machen, dass die Zeit wieder anfängt zu laufen. Mhm. Ja, für die Leute, die sich fragen, what the fuck, der Immon hat gerade Pizza gegessen. Und nein, isst noch Pizza. Der isst noch Pizza. Oder isst noch. Schmatz, schmatz, schmatz. Schmatz. Nach Analyse zum Spiel gegen Erzgebirge Aue. Und Rufi, ja, ich habe hab den neuen Formel 1, das neue Ferrari-Auto gesehen. Ja, hübsch. Herzlichen Glückwunsch. Viel zu viel schwarz. Oh, sieht nicht schlecht aus. Bisschen zu dunkel. Naja, liegt halt am Sponsor. Toni, ja. Meiste Passkombination. Schubert zu Schubert, aber ich habe bloß einen Schubert im Kader. Ich finde das manchmal super. Echt super. 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 Mit O. Super. Habt ihr schon was für den... Ja, unsere beiden U19-Spieler spielen bald gegeneinander CMS. Oh nein, meine wird verlieren. Meine wird verlieren. Nein, meine wird verlieren. Nein, meine wird verlieren. Meine wird verlieren. Ah, oh, Samsons Probetraining ändert. Endet. Und nochmal direkt rein. Hallo? Hallo? Wieso? Mhm. Ja, wir sind alle noch wir da. Wir sind da. Fußballmanager hängt. Nee, Fußballmanager. Fußballmanager hängt. Ah, jetzt! Disconnected from your server. Ah, no, disconnected. Shabani Löw in der Bayer Arena entdeckt. Neuhaus hat das Limit für GWK. Oh! Bundestrainer Joachim Löw in der Bayer Arena entdeckt. Aha. Ah, ja, wir haben englische Woche, ne? Oh Gott. Oh, Gott, ja, wir beten bloß. Immer. Nee, obwohl, nein, eigentlich doch nicht. Ich spiele als erstes gegen Kiel und danach gegen Hamburg in dieser Woche. Am Mittwoch gegen Kiel und danach gegen Hamburg am Sonntag. Aha, okay. Ich spiele am Mittwoch, also am 31. oder? Ja, spiele am... Ist ein Spiel verlegt worden? Ja, Samstag, 27. Ah. Mittwoch, 31. Ja, am 31. spiele ich. Das ist englische Woche. Ja, ja. Diese Woche. Also ab... Da musst du jetzt schon mal drauf vorplanen. Ja, ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Die haben lang genug Pause gehabt. Jo. Kenny so, Prince Redondo. Ey, ich muss jetzt hier erstmal meinen Trainingsplan für die kommende Woche erstellen. Also ganz entspannt hier. Mhm. Weil ich habe englische Woche, ihr nicht. Ich doch auch. CMS, Immon hat auch englische. Ja, das ist jetzt so Nebensache. Alles das so. Alles gut, Immon. Ist es eigentlich so, dass wir den einen Spiel joinen können, dass wir den angucken können, oder? Nein, ja. Haben wir doch nicht. Aber ihr könnt doch. Wir haben jetzt nur bei Spielen gegeneinander. Alles klar. Ja, stimmt. Nur bei Spielen, obwohl, das weiß man nicht. Ja, deswegen frage ich ja. Ja, ist schwierig. Ah, ihr habt noch Post, shit. Post? Ich bin schon auch weitergegangen, denk so, okay, und wundere mich dann und sehe, oh, ich hab Post. Köln hat als letztes gegen Kiel verloren, oh je. Wie waren denn eigentlich die Ergebnisse? Stimmt. Lass mal gucken, wie die Ergebnisse des letzten Spieltags waren. Ah, also ich und Flui haben sie ausdrücklich ihr letztes Mal erklärt. Ja, da war jemand war sehr gefrustet, letzte Aufnahme. Ja, deswegen wahrscheinlich, hat er das nicht mitgekriegt. Ach, stimmt, und Magdeburg hat nicht geschafft, gegen den letzten zu gewinnen. Ja. Also, unentschieden. Bitte, ja. Also ich hätte obwohl, Hamburg hat verloren gegen ja, also in Überzahl. Ja, diese Angst. Sonst hätten deswegen die ja viel, ja... sonst wären die ja viel weiter vorne in der Tabelle. Ja, ja. Oh Mann, Urs Fischer ist der Trainer von... Was? Urs Fischer ist der Trainer von hier sind Union? In der dritten Liga jetzt aus. Lass mal gucken. Aber nee, jetzt geht das bei der Kalender weiter. Hättest ja nicht auch weiter drücken müssen. Ja. Ja, man will aber ein bisschen vorankommen. Mhm. Aha. Das ist lauter nur 1860. Sind Tabellenführer oder was? Ja, beide auf 1 und 2. Wir hatten jetzt eine Nachricht bekommen. Ich. 13:15 Uhr. Zur Mittagszeit. Gibt jetzt Mittag Pizzas. Ja, Pizza. Pizza, Pizza Service. Dortmund vor Bayern vor Schalke.
in der Bundesliga. Was? Düsseldorf, Nürnberg sind ganz unten. Freiburg, Gladbach und Hoffenheim sind auch im Abstiegskampf. Genauso wie Gladbach. Werder Bremen. Was? Betrug. Werder Bremen hat die wenigsten Tore. Ach nee. Doch, hat die wenigsten. Nee. Hat die. Ach egal. Platz 13. Aber hat sehr wenig Gegentore, nur 8. In 8 Spielen. Also. Falk ist Dritter. Ja. Haben einen guten Start gehabt, sag ich mal so. Gewonnen gegen Bremen mit einer roten Karte sogar. Hast du schon bei der englischen Liga gesehen? Burnley ist immer noch Zweiter. Alter, das ist krass. Sechster. Das ist richtig gut. Fällt mir. Oh. Premier League. Ja. League All. Monaco Zweiter. Ja, stimmt, ey. Aber Huddersfield ist ganz gut dabei. Auf 12. Was? Aber Burnley, die gehen richtig ab. Wo haben die das letzte Spiel gespielt? Die haben. Ja. Sorry, ich dachte, es geht weiter. Natürlich, ja, wenn man auf weiter drückt. Gut. Ich habe 7 neue Nachrichten gekriegt. Verletzungsbericht. Ich habe 5 neue Nachrichten und ich kann gerade nicht darauf zugreifen, weil. Ah, jetzt. Football Manager lädt. Ja, das ist echt. Ey, Buchtmann ist im Spiel, der ist in der, im Team der Woche. Hip, hip, hurra, ein Spieler mal von mir ist im Team der Woche und, ja, Dynamo, hier. Ne, ja, auch? Torwart, das ist echt? Auch im Team der Woche. Wer? Oh Mann, ey. Dein Torhüter. Hey, und der Florian Ballas. Oh, hey, hey, hey. Warum nur? Ja, warum Mann. Nur? Hat sich ja selber in die Verlegenheit meistens gebracht. Ah, ist das schön. Ja, es ist mal wieder schön, wenn darauf zu recyceln. Es wird schon wieder zu lange her. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben jetzt knapp einen Monat lang gar nichts gemacht. Ja. Hey, hey, hey. Scheiß Prüfungszeit. Also. Von daher, das wird jetzt heute lustig. So, Finn Becker ist immer noch nicht so ganz fit. Er hat sich am letzten Spiel leider verletzt. Sonst? Genau, unzufrieden mit der Situation, das kenne ich irgendwer. Fühlt sich ungerecht behandelt? Bist du auf High oder so? Alter. Ach ja, ich muss weitermachen, Entschuldigung. Alles ja, in Ordnung. Er spielt fast jedes Spiel und dann sagt er, er fühlt sich ungerecht, in letzter Zeit ungerecht behandelt? Was? Ja. Ach, das darfst du dir überhaupt nicht so groß anschauen. Das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen, die sind einfach bloß dumm, die Spieler. Ja, das ist echt ja. So, die KI ist halt so. Ah, Möller Deli. Wollte ich eh eine Pause gönnen, aber jetzt fällt er aus, das ist natürlich bitter. Ich wollte sie nur darüber informieren, dass Sören Gonter gerade etwas neben sich steht. Ich glaube, es nagt an ihm, dass er die letzten Spiele nicht auf dem Platz stehen durfte. Ich glaube nicht, dass Jörn derzeit viel von ihnen erwartet, aber es könnte sich lohnen, mit ihm zu reden. Ah, super. Wow, ganz große Überraschung. Der HSV ist in unserem Spiel Favorit. Hat man das schon irgendwo sehen können? Also bei mir war es gerade eben. Nee, bei mir noch nicht. Gegen Bielefeld spiele ich, ey. Aber die sind hinter mir. Eigentlich muss ich ja zu Hause was holen, aber ich sag mal lieber nicht vorher. So. Jeff Saibene ist aber immer noch. Ja, ich bin auf diesen kleinen Pfeil drücken und ich drücke auf alles andere als auf diesen kleinen Pfeil. Welchen kleinen Pfeil? Bei den Spielern, weil ich ja einige für die zweite Mannschaft abstellen möchte. Und andere wiederum nicht. Die ich jetzt, dadurch, dass jetzt Möller-Deli ausfällt, muss ich ja einige wieder zurückdegradieren oder besser gesagt wieder befördern in die erste Mannschaft. Nicht, dass sie für mich für die zweite spielen. Ja, das musst du machen. Mach jetzt erstmal weiter. Weil ich habe ja nichts mehr zu tun, als nur den Spieler jetzt wieder zurückzutun. Endlich. So. Ich habe einen Verteidiger abzugeben, ganz günstig. Hat sich da jemand wieder verletzt oder was? Nein. Ich habe wohl die falschen Worte geäußert. Ach so, ja, das kenne ich. Welcher Spieler denn? Gonter. Also nach Heise ist es jetzt Gonter, der mich nicht mag. Also, die zwei stehen zum Verkauf. Nein, danke. Aber wenn jemand Heise haben, der steht immer noch zur freien Verfügung.
Der mag mich irgendwie nicht. Heise ist 27, ja. Wow. Linksverteidiger, ja. Wie viel wirst du denn abgeben? Der kostet 850.000 und verdient so viel, den kann ich mir nicht leisten. Ach, du armer, armer Rufus. Ja, ich bin hier... Ja. Wie musst du denn wahrscheinlich... Also, Gönter habe ich kein Interesse bei... Heise ist genau das gleiche Christian Beck wie bei... Erreicht mit 7,76 die höchste Durchschnittsbewertung im Wettbewerb. Uiuiuiui. Abgehoben. Ich bin bereit für weiter. Ein Tor. Ja, 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 alles wird gut, dran. Alles wird gut. Ich muss nur noch kurz was gucken. Hallo. Jetzt gegen HSV. HSV. Topspiel Bielefeld gegen Köln. Oh. Kann gar nicht sein. Güs Hiddink ist jetzt Trainer von Norwich. Ja, habe ich auch gesehen. Ach so, das ist Vorschau auf Mittwoch. Wie krass ist das denn? Ja, Mittwoch ist heute. Ne? Doch. Vorschau auf den nächsten Spieltag, Mittwoch. Ja. Mittwoch, den 24. Oh, das ist heute. Ja, danke. Ja. Ich hab gegen die wen spiel ich denn dann bitte? Ich spiele englische Woche, Leute. Ich spiele gegen niemanden? Ja, hast du nur 8 Spiele? What the fuck? Mein Spiel ist nicht dabei! Ich habe heute leider kein Spiel für dich. Mein nächstes Spiel ist gegen Bielefeld, aber die spielen heute gegen Köln. Wollt ihr mich komplett verarschen? Toni, ich spiele auch nicht. Hä? Das kann gar nicht sein. Doch. Also ich spiele gegen Kiel. Warte, ich glaube, ich spiele gegen den HSV. Ich spiele nicht. Genau. Louis spielt gegen HSV. Wir beide spielen nicht, Toni. Ganz einfach. Was ist das denn für eine Scheiße? Wir hätten jetzt gegeneinander gespielt, nochmal. Nein, alles in Ordnung. Nein. Wollen wir noch ein Testspiel vereinbaren? Können wir machen eigentlich. Ja, ich spiele heute. Mach mal schnell. Ich hab schon auf weiter gedrückt. Ah. Doch. Wieder zurück. Ach nee, kein Testspiel, kein Bock. Okay. Auf Testspiele. Gleich, nach dem 4-1-Sieg. Ach komm, wir machen noch ein Testspiel gegeneinander. Moralsteigerung. Ey, ihr könnt's nochmal probieren. Ihr habt ja noch eine Chance. Das Dumme ist aber, wir beide haben die englische Woche nächste Woche und die zwei haben die englische Woche diese Woche. Ja, wir haben dann zwei englische Wochen hintereinander. Also ich zumindestens. Lol? Ja. Lol. Am 7.11. 11. So, ich guck mal kurz meinen Terminplan. Pass auf, Samstag gegen Bielefeld, dann Mittwoch gegen Paderborn, da habt ihr wahrscheinlich kein Spiel mehr und dann geht's nur noch Samstag durch. Mhm. Ich weiß ja nicht, was bei Dynamo Dresden falsch läuft. Ja, mein Spiel gegen Fürth. Ach, siehst du, mein Spiel gegen Fürth wurde nach hinten verlegt. Von nächster Woche. Weil da hätte ich meine englische Woche gehabt und da habe ich ja DFB-Pokal leider reinbekommen. Ach, ja, stimmt, wegen dem DFB-Pokal hat sich wahrscheinlich alles ein bisschen verschoben, denke ich. Ja, und warum darf ich jetzt spielen? Ja, weil du... Ey, warum darf ich jetzt spielen? Du bist raus, Flui, deswegen. Wahrscheinlich hat schon Schnee gelegen so Ende Dezember. Genau, bei mir das Spiel ausgefallen. Genau, bei euch liegt Schnee, deswegen. In Hamburg gibt es sowas nicht. Nee, in Hamburg gibt es nur Schiedwetter. Ja, genau, hier gibt es keinen Schnee. Na gut, dann macht ihr das Spiel und danach, oder ich gehe währenddessen ihr spielt essen, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Ja, geht. Los. Was? Geht's. Nein, erst wenn ihr zum Spiel geht. Obwohl, nee, das könnte kurz sein, denke ich mal. Oh. Unzufriedene Spieler. Oh, so wieder? Na, mehrere Spieler sind der Meinung, dass sie Sören Gonter einige Spiele in der Mannschaft geben sollten. Wow. Und das sind alles eigentlich, das sind 3 Stammspieler, die ich spielen lasse. Ja, und 3 denkt, Sören Gonter sollte eine Chance in der ersten Mannschaft gegeben werden. Sascha Horvath, Baris Attik, Lukas Röser, Markus Schubert, Marius Hauptmann. Unterstützen Sie, denkt nicht, seinen Platz in der ersten Mannschaft verdient. Nein, ich muss mein Problem mit meinem Kader bereden. Wie lange macht der Platz in dieser Saison? Platz 11. Ich wollte das eigentlich erst alles bearbeiten, wenn Rufus. Ah nee, stimmt, da kann ich halt nicht bearbeiten, wenn er denn speichert. Ja. Erst recht, weil, überlegt mal, wenn er jetzt essen geht, dann hat sich das Speichern ja eh erledigt. Oder ich stelle erstmal keine. Ich kann auch einstellen, dass es keine Zeit gibt. Ja, machst du das so? Na, aber wenn es keine Zeit gibt,
und er nicht weiterdrückt, dann bleiben wir ja auf dem Stell stehen. Ja, ist doch gut so. Ja, dann macht ihr eine, auch eine Pause. Ja, dann machen wir erstmal ein bisschen Arbeit essen im Team. Ja. Okay. Ich mach die raus und das nächste Mal, wenn wir auf weitergehen. Ach gut. Also ich werde Zeit. Also du kannst das ja dann rausschneiden immer. Ja, ihr müsst einfach Bescheid sagen, was ich an was vorbei ist und dann passt das schon. Ich esse jetzt mein letztes Stück Pizza. Hm. Was ist das für eine Pizza eigentlich? Es ist eine Brokkoli, Käse, Mozzarella Käse. Der Mozzarella Schinken ist auch noch drauf. Ja. Also mit extra viel Käse. Einmal mit, glaube ich, einmal Emmentaler und einmal Mozzarella. Ist das selbst gemacht oder? Mhm. Oh. Bringst du noch ein Stück vorbei? Das ist jetzt angebissen, das letzte Stück. Ich weiß nicht, ob nimm ich trotzdem. Oh. Keine Zeit mehr drin, ne? So. Zukunft Sören Gonders bei Dynamo Dresden nach Zwist mit CMS Dynamo unsicher. Eieieiei. Immer wollen mal tippen, oder? Das sieht nicht gut aus. Na, das Problem ist, die Tabelle wird extrem verschoben. Naja. Ja, ja, ja. Okay, also Tipps. Magdeburg gegen Hamburg. Boah. Ich bin stark der Überzeugung, dass Magdeburg mit 1-0 gewinnt. Was? Und mein Spiel gegen die Kieler am liebsten natürlich 19-0. Aber ich glaube nicht daran, dass wir 19 Tore schießen. Deswegen, ich sag da auch 1-0. Für mich. Ja, bei mir hoffe ich auf ein Unentschieden, auf ein Sensationsunentschieden, aber eigentlich, wenn ich das realistisch betrachte, hoffe ich auf eine keine zu deutliche Niederlage, dass mein Torverhältnis nicht verhagelt wird. Und bei dir im Spiel gegen Rot-Weiß Essen hoffe ich, dass du das Spiel gewinnst. Und ihr beiden da draußen, ihr Sachsen? Ich sag nichts, ich spiele ja nicht. Ich spiele ja nicht, was soll ich denn da? Oh, wir okay. Beiden, die spielen ja nicht. Hier spricht jemand mit vollem Mund. Das ist ja Professionalität und so, ne? Ja, Professionalität. Ich sag Hamburg gewinnt und St. Pauli unentschieden. So, besser für euch. So. Ja. Macht ja keinen Scheiß da draußen. So, ihr habt jetzt Spiel, würde ich sagen. Ja. Dann let's go. Auf Wiedersehen. Also ihr könnt schon ins Spiel rein, oder? Ja, ja wir ja. Sind schon. Gut, dann gehe ich jetzt essen und. Wirklich? Da bleib ich hier auf dem Trockenen. Geh jetzt essen. Ja, und wir sehen uns, also wenn ihr das Spiel fertig habt, könnt ihr einfach abmoderieren. Ich muss nicht Tschüss sagen. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, Leute. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Die Zeit ist übrigens nicht mehr bei 5 Minuten, sondern es gibt keine Zeit mehr. Alles klar. Gut. Abspielt in der Startformation statt Lasocker. Okay. So, und damit willkommen aus dem Mellantor-Stadion. Wie geht los? Damit herzlich willkommen hier aus Magdeburg, aus der MDCC Arena. Ja. Wer was nicht hüpft, ist Magdeburger, jetzt? Hey. Was schaut eigentlich was macht der CMS eigentlich jetzt? Die erste Möglichkeit für Flum, aber leider ist es nicht. Naja. Ich biete jetzt die Spieler, die ich haben möchte, zum Verkauf an. Also, also den einen. Nur den einen? Auch, ich dachte auch Heise. Nein, da müsst ihr mir Angebote machen. Weil ich suche jetzt nach Verteidigern. Als Ersatz für den Typen. Warte mal, Sammler. Ach, ein Glück, der kann ich. Das ist gut, der kann das also auch. So, Kopfballduelle funktionieren. Erste Möglichkeit für den HSV, Distanzschuss von Zwang. Steht hier noch 0-0 nach 12 Spielminuten. Dito. So, 14. Minute, Freistoß Kiel und der Ball ist drin. Und der Ball ist drin und es ist ein Eigentor von Buchtmann. Man sieht es eigentlich relativ schlecht, aber den hat er echt tatsächlich noch erwischt. Oh Mann, oh Mann. Ganz schwacher Ballverlust. Hamburg kommt mit Kairo. Flanke kommt, aber... Was? Was? Elfmeter? Elfmeter für den HSV. Lächerlich. Wo ist der Videoschiedsrichter? Ab.
und Fieselschild! Fieselschild! Ja, Fieselschild! Alter! Kairo noch mit der Ecke. Läuft ja. Ab, Hamann. Foul von Ab eigentlich. Was? Und Fieselschild erneut. Eigentlich ein Foulspiel von Ab im 16er. Alter! Ja, das nennt man mal Spiel, weißt du? Ja, ja. Ich muss jetzt den Torwarttrainer entlassen. So, und schön gehalten von Himmelmann. Nächste Chance für den HSV. Halbe Stunde rum. Geklärt aus dem Nichts. Lacroix. Kommt der Ball. Könnte man die... Nach vorne. Hier kommt die Steilmann. Holtby. Raus auf Kairo. Kairo. Legt den Ball wieder ins Zentrum zum Holtby. Fang und 1-0.